Ladies and gentlemen, this amateur contest is scheduled for three-minute bounds in the featherweight division. We introduce first the blue corner, standing 180 centimeters tall and weighing officially 65.4 kilograms. As an amateur, one loss to his credit, fighting out of Regensburg, Germany, introducing Moritz Müller. And across the cage in the right corner, standing 178 centimeters tall and weighing at 65.4 kilograms. As an amateur, two losses to his credit, fighting out of Graz, Austria, introducing Aleks Kuzmytskyi. Once again, your referee in charge, Islam Bisev. Okay, fighters, you know the rules. Listen to my commands at all time. Fight fair, fight clean. Let's go. Ja, Karl, es geht los. Dritter Kampf des heutigen Abends in Featherweight. Beide Kämpfer sehr jung, 18 und 19. Moritz Müller, eine Größe von 1,80 Meter und sein Gegner Aleks Kuzmytskyi mit 1,78 Meter, fast gleich groß. Ich würde jetzt sagen, von der Erfahrung her ist Aleks ziemlich überlegen, hat ja davor schon einige Kickbox-Kämpfe bestritten. So ist es, richtig. Beide haben einen ähnlichen Rekord und zwar 0-1-0 und 0-2-0. Hier langsames Abtasten der beiden Gegner, der beiden Kämpfer. Lange Hände. Ja, lange Hände, das fällt auf für diese Gewichtsklasse. Auch richtig groß. Moritz Müller mit, wie gesagt, 1,80 in einer Gewichtsklasse von 65,8 Kilogramm. Wahnsinn. Was sagst du, René, wie dieser Kampf vorzeitig beendet? Manchmal kann man ja schon irgendwie vorausschauen und sagen, ja, dieser junge Mann hat Knockout-Potenzial. Ist das so? Wie siehst du das Ganze? Ja, schwer zu sagen, vor allem bei so jungen Kämpfern. Aber ich sehe da jetzt ehrlicherweise den Aleks ein bisschen vorn, allein schon, weil der so viel Erfahrung im Kickboxen hat. Ja, er ist ein Stand-up-Kämpfer und das will er uns auch zeigen heute. Besonders gut gefällt mir, dass sie sehr, sehr taktisch vorgehen und sich abtasten. Wirklich dominant, sehr Aleks. Dominant. Okay, hier haben wir ein kleines Break, weil sein Schienbein schon ein bisschen runtergerutscht ist. Kein Problem, es geht hier weiter. 1 Minute 30 noch in der ersten Runde. Sehr dominant, Aleks. Bind in dein Hinter. Harte Schläge. Schön, schön, schön. Schönes Stand-up-Game von beiden. Moritz hat ja auch seinen ersten Kampf in Österreich bestritten, in Linz. Auf einer Starfight Night verloren in der zweiten Runde durch Submission. Okay, Submissions, ja, das passiert immer wieder auch den Besten. Oh, Wahnsinn, was? Schöner Takedown, schöner Takedown. Jetzt hat er ihn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und er will es nicht zulassen, aber er hat ihn jetzt unten. Aber Aleks. Sehr, sehr schön. Haben da die Positionen getauscht. Wir müssen dazu sagen, dass Moritz Müller auch aus Regensburg kommt, aus dem Mozart Fight Club, die sehr, sehr viel am Boden trainieren. Hat jetzt eher langsam begonnen, aber diese Aktion, Wahnsinn, blitzschneller Takedown, sehr starke Aktion von jetzt Moritz Müller. Er wird die dominante Position hier einnehmen. 10 Sekunden noch in der ersten Runde. Und Pause. Pause, ja. Wird da jetzt den Aleks ein wenig vorn sehen. Hat da länger dominiert am Stand. Okay, ja. Moritz Müller mit dem Takedown-Versuch ist aber letztendlich am Rücken gelandet. Ja, so sehe ich das auch. Head Coach Gerhard Ettel geht nochmal den Gameplan durch mit dem jungen Fighter. Mal sehen, was die zweite Runde bringt.
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze über die volle Distanz laufen wird. Einer von beiden wird hier vorzeitig das Ende bringen. Ein paar Blessuren sieht man aber auch bei Aleks. Anscheinend war da doch der ein oder andere Schlag drinnen von Moritz Müller. Harter Schlagabtausch vorher. Wieder gehen sie schön konzentriert rein, taktisch arbeitend, abtastend. Aber Aleks sagt da doch irgendwo das Tempo an. Sehr schön geblockt. Hier kommt vor, der Moritz Müller lauert. Lauert auf den Deckdown. Da muss er aufpassen, das wird gefährlich. Lange Hände, lange Beine. Aleks Kuzmytskyi. Ja, er lauert, er lauert. Er lauert, ja. Wartet auf den richtigen Moment und kontert entweder oder eben geht auf den Deckdown. Zu lang darf er hier aber auch nicht warten, weil sein Gegner hat ja auch was vor mit ihm. Genau, und bei den 3-Minuten-Runden hat man da eigentlich nicht so viel Zeit wie jetzt bei den Profis, um zu lauern. Richtig, bei 5 Minuten kann man sich den Gameplan nochmal richtig durch den Kopf gehen lassen, aber bei den 3 Minuten, wie du richtig sagst, René, da muss man schleunigst handeln. Aktion über Aktion. Guter Bodykick. Aleks Kuzmytskyi meines Erachtens ein bisschen weiter vorne, weil er einfach das Tempo angibt und schöne linke rein. Beide Kämpfer extrem konzentriert. Aus der blauen Ecke hört man auch schon den Trainer. Aber Moritz Müller bleibt trotzdem gefährlich. Er ist gefährlich, ja. Man darf man nicht unterschätzen. Ein Schlag kann es ausmachen, René. Du weißt, wie das läuft. Ja, zu gut leider. René, hast du schon mal in der Amateurklasse gekämpft oder war das damals nicht so? Nein, das hat es leider noch nicht gegeben. War super Deckdown jetzt von Moritz Müller, aber auch die Defensive von Aleks, super. Und er drängt ihn wieder in den Cage, versucht ihn auf den Boden zu bringen. Sehr starke Arbeit, wow. Will da jetzt auf den Rücken gehen. Jetzt muss Moritz Müller schauen, dass er da rauskommt und keine Schläge kassiert. Also ich muss es dir sagen, René. Ja, zweite Runde wieder. Wird an Aleks gehen, was sagst du? Ja, wieder. An die rote Ecke. Ja, zu deiner Frage damals, als ich begonnen habe, auch als du begonnen hast, da gab's ja noch kein Amateur-MMA. Damals lief das Ganze ein wenig anders ab. Es hat geheißen, irgendwo in Linz ist eine Gala. Oft gab es im Vorhinein noch gar keine fixe Fightcard. Man hat sich dann dort getroffen und geschaut, wer passt mit wem zusammen. Hauptsache das Gewicht stimmt, oder? Genau. Hat meistens auch nicht gestimmt, aber waren aber coole Zeiten. Da siehst du wieder, dass die MMA-Community, dass das Ganze sich absolut einiges verändert hat und professioneller so geworden ist. Genau. Ist aber ich möchte die alten Zeiten nicht missen. Let's go in die zweite Runde. Beide schauen fit aus. Konzentriert. Nochmal die Schützer gerade. Und shake hands. Jetzt muss Moritz Müller Gas geben, wenn er da noch den Sieg nach Hause holen will. Das kann so schnell vorbei sein. Wow. Oh, wow, wow, wow. Super Aktion.
Ah, das darf er hier in diesem Fall nicht. Der Schiedsrichter trennt die beiden. Hast du gesehen, was da passiert ist, René? Oder nein, das war jetzt auch genau am Pfosten, wo ich nicht hinsehe. Schöner Low-Kick. Super locker beide Kämpfer, merkst du, keiner verkrampft, keiner ist steif. Wirklich, schaut sehr professionell sehr aus. Sehr flüssig, super, wirklich. Super Treffer von Alex. 1,5 Minuten geht das Ganze hier noch. Viel Stand-up sehen wir von beiden. Ja, Müller gibt nicht auf, das Nein. gefällt mir. Weiß da jetzt wahrscheinlich selber, dass er hinten ist mit den Punkten, aber lässt sich nicht unterkriegen. Sehr schön, wow. Sehr schöner Konter. Schienbeinschützer, die sich sehr leicht bei einem Kick verziehen können, das wissen wir. Jetzt hat Moritz Müller ein bisschen. Aleks zeigt ihm an, kommt doch in die Mitte. Sieht so aus, als würde diese Runde auch ein bisschen dominant an Aleks Kuzmytskyi gehen. Sehr schön, fängt am Versuch, geht nicht durch. Und er ist in der Guillotine. Na, macht nicht zu. Super Kontrolle hier wirklich von Aleks. Ja, das macht er sehr gut, wirklich. Lässt da überhaupt nichts anbrennen. Absolut dominant, Runde für Runde. Die letzten 20 Sekunden noch. Wir schauen, was da passiert. Oh ja, er versucht. Ich sehe, es ist ein Armbar. Er versucht, einen Armbar anzudrehen. Und kann er es? Ja, er hat ihn fast durch. Er hat ihn fast durch. Jetzt kommt es auf die letzten 10 Sekunden der Schlag. Ja, Wahnsinnsleistung. Und super Leistung, super Kampf. Das war's. Super Kampf. Super Leistung von beiden hier. Aber trotzdem glaube ich, dass Aleks Kuzmytskyi ein bisschen punktemäßig muss man sagen, hat alle drei Runden dominiert. Wahnsinnsleistung. Ja. Aber sehr gut durchgehalten von Moritz Müller. Hat da richtige Nehmerqualitäten bewiesen. Stabile Leistung. Ladies and gentlemen, a round of applause for both warriors. Come on. Three exciting rounds of amateur MMA action. And we go to your judges for the decision. All three scored about 30-27. Your winner by unanimous decision in the red corner, Aleks Kuzmytskyi. Wie wir es uns gedacht haben, René, Aleks Kuzmytskyi hat hier am punktemäßig die Nase vorne. Ja, verdient gewonnen. Verdient gewonnen. Hat da wirklich jede Runde dominiert. Sehr, sehr starke Leistung von Kuzmytskyi. Übrigens, liebe Kampfsportfreunde, man hat noch die Möglichkeit, in 2 Tagen, also Sonntag, über den UFC Fight Pass die ganze Show noch einmal zu sehen.